In wenigen Tagen ist große Präsidentenwahl in den USA. Man kämpft außerdem mit den Folgen vom Wirbelsturm Sandy. Und diese beiden sehr ernsten Themen, die passen irgendwie gar nicht zu den, sagen wir mal, ziemlich skurrilen Geschichten, die unser USA-Korrespondent gerade erlebt. Er geht sogar noch einen Schritt weiter und fragt sich, sag mal, spinnen die Amis? Amerika, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Doch sie haben keine Ahnung, was dort wirklich alles möglich ist. Wir haben Fotos gefunden, die das Vorurteil wieder einmal bestätigen. Die spinnen, die Amis. Wie wäre es zum Beispiel mit diesem Bild? Menschen beugen sich an einem Bahngleis komisch nach vorne und fassen sich an den Po. Was soll das? Das Foto soll neben einer Zugstrecke in Kalifornien entstanden sein. Also fahren wir an die amerikanische Westküste und fragen bei Einheimischen nach. Wissen Sie, was es mit unserem Foto auf sich hat? Ich habe keine Ahnung. Einmal im Jahr moonen die Leute den Zug. Sie ziehen ihre Hosen runter und moonen den Zug. Moonen? Mooning bezeichnet im Englischen die öffentliche Zurschaustellung des Hinterteils. Welcome to Mooning Day 2011! Ich erzähle euch jetzt, was wir genau machen. Wir haben einen Countdown. Der Zug kommt und wir hören ihn. Der Zug kommt und wir machen uns alle fertig. Ich kann es nicht erwarten, meine Hose runterzuziehen. Und dann kommt der Zug. So bestechend einfach, wie es klingt, ist es auch. Hose auf, ein Zug naht. Macht euch fertig. Ungefähr 30 Züge fahren an diesem Tag vorbei. Bei jedem ist das Prozedere gleich. Und obwohl ein Mooning-Durchgang nur knapp eine halbe Minute dauert, scheint es den Teilnehmern enormen Spaß zu machen. Das war toll! Die Stimmung ist super. Aber wie kommen die sonst so prüden Amis eigentlich darauf, sich vor hunderten Zuginsassen zu entblößen? Jemand hatte Geburtstag und er hat jedem einen Drink versprochen, der rauskommt und den Zug moont. Jetzt ist es zu einer jährlichen Tradition geworden. Aber Freibier gibt es nicht mehr. Den Mooning Day gibt es bereits seit sage und schreibe 32 Jahren. So eine Tradition spricht sich natürlich rum. Deswegen gibt es sogar Leute, die sich nur darum an diesem Tag ein Zugticket kaufen. Denn wann hat man schon mal so einen guten Ausblick? Ich finde es lustig. Ich fahre schon viele Jahre lang mit diesem Zug. Ich komme ungefähr seit dem Jahr 2000 nach Laguna Niguel, um das Event zu sehen. Da stellt sich nur noch eine Frage. Haben die Amis, Verzeihung, den Arsch offen? In diesem Fall davon behaupten, ja. Mindestens genauso skurril ist dieses Foto. Ein Pferd sitzt auf dem Rücksitz eines Autos. Angeblich wurde das Bild auf dem Highway 75 in Kansas fotografiert. Also fliegen wir in die Mitte der USA. Wir fragen Einheimische. Haben Sie vielleicht eine Ahnung, wo wir unser Pferd finden könnten? Es sieht so aus, als wäre das Pferd müde vom Laufen. Also haben sie es ins Auto geladen und rumgefahren. Sie lebten glücklich bis an ihr Ende. Ich habe das in den Nachrichten gesehen. Sie haben ein Pferd im Auto entdeckt. Jemand hat davon ein Foto gemacht und es zu einer Nachrichtensendung geschickt. Lustig. Ich habe das im Internet gesehen. Das Pferd ist nicht weit weg. Wisst ihr, wo Ottawa ist? Das ist ungefähr 30 Minuten von hier. Tolles Pferd. Wir werden in Richtung Ottawa geschickt. In einem kleinen Ort namens Linden entdecken wir tatsächlich das beige Auto von unserem Bild. Und im Garten dahinter finden wir ein Pferd. Aber ist das das Tier, nach dem wir suchen? Das ist er im Auto. Ich dachte mir gar nichts dabei. Die Leute haben uns überholt und ein Foto gemacht. Ich habe das nicht einmal mitbekommen. Rascal ist also das Pferd im Auto. Aber wie soll bitte dieses Tier in diesen Wagen passen? Die Antwort ist ziemlich simpel. Rascal ist verdammt klein, nämlich nur 75 cm groß. Die Rasse nennt sich Miniaturpferd. Besitzer Jerry will uns auch gleich demonstrieren, wie das Tier in das Auto kommt.
Aber erst braucht Rascal seine Schuhe. Diese hier trägt er hinten. Sie wurden aus kleinen Kinderschuhen gemacht. Größe 10. Die habe ich erst vor ein paar Monaten gebastelt. Die Rückbank hat Jerry nämlich extra für Rascal umgebaut, damit er genug Platz hat. Mindestens einmal pro Woche machen Jerry, seine Frau Carol und Haustier Rascal eine Spritztour. Aber wie kommt man eigentlich darauf, ein Pferd ins Auto zu laden? Rascal hat sich am Auge geschnitten und wir hatten damals nur einen alten Buick, um ihn zum Tierarzt zu bringen. Jerry hat den Rücksitz ausgebaut, ihn reingelockt und er ist einfach reingesprungen. Bist du fertig? Okay. Für Rascal ist Autofahren inzwischen nichts Besonderes mehr. Doch der Familienausflug hat auch einen Sinn. Rascal hat einen Job als Therapiepferd und arbeitet jeden Samstag im Krankenhaus. Und dort spaziert Rascal tatsächlich einfach rein. Als Therapietier darf er das nämlich. Eine halbe Stunde lang spielt Rascal mit den Patienten Ball. Für die ist das das Highlight der Woche. Diese Leute sind alle behindert. Einige von ihnen können sich kaum bewegen. Rascal bringt sie in Bewegung und in Schwung. Und man kann deutlich sehen, warum wir das machen. Egal wo Rascal auftaucht, jeder liebt ihn. Und so ungewöhnlich ein Pferd im Auto auch sein mag, Rascal ist definitiv in einer guten Mission unterwegs. Tierisch geht es auch auf unserem nächsten Foto zu. Doch warum tragen diese Hunde Hochzeitsklamotten? Ist das ein spezieller Brauch? Wir fragen bei den Amis nach, die es wissen müssen. Bei Hundebesitzern. Leute machen das hier. Sie verheiraten ihre Hunde. Ich weiß nicht, wo dieses Foto entstanden ist. Das könnte an Halloween gewesen sein. Aber es ist vielleicht auch eine Zeremonie für Hunde. Man weiß nie. Schaut in Beverly Hills in den Zeitungen oder sucht online. Da findet ihr vielleicht sowas. Das machen wir. Über eine Internetseite, auf der man skurrile Hundeoutfits kaufen kann, unter anderem auch Hochzeitskleider, stoßen wir auf eine Hundebesitzerin in Los Angeles. Und Jennifer lädt uns auch direkt zu sich nach Hause ein. Ich weiß, was das Foto bedeutet. Kommt rein. Hundehochzeiten gibt es wirklich. Eine findet heute direkt hier statt. Eine Hundehochzeit und das direkt in Jennifers Garten. Was macht sie so sicher, dass ihre zwei Hunde füreinander bestimmt sind? Milo putzt gerne Augen und Ohren. Er kann ihr stundenlang die Augen oder Ohren lecken und sie lässt das zu. Sie sitzt stundenlang da und lässt ihn das machen. Er liebt sie wirklich sehr. Doch bevor das große Fest der Liebe vollzogen werden kann, muss erst das Brautkleid final angepasst werden. Jennifer ist Designerin für Hundeklamotten und schneidet deswegen das Hochzeitsoutfit höchstpersönlich. Dieses Hochzeitskleid habe ich nur für Gigi entworfen, für den heutigen Tag. Das ist alles Handarbeit. Umgerechnet 1.600 Euro für ein Hundebrautkleid. Für Gigi ist eben nur das Beste gut genug. Jetzt fehlen nur noch Gäste und die haben heute fast alle vier Beine. Da Hundehochzeiten, Überraschung, nicht legal sind, gibt es keinen Standesbeamten. Eine Freundin von Jennifer wird die Trauung halten. Und dann geht es auch schon los. Wir haben uns heute hier versammelt, um Milo und Gigi im heiligen Bund der Ehe zu vereinen. Gigi und Milo, versprecht ihr, nur gegenseitig, ja, nur gegenseitig, eure Ohren zu putzen und allen anderen zu widersagen?
Ja, so sieht's aus. Nun, Kraft des mir vom Leckerli Gott verliehenen Amtes erkläre ich euch hiermit zu lebenslangen Komplizen. Gratulation. So sehen also frisch vermählte Hunde aus. Aber die Liebe hält nicht lange. Bräutigam Milo verzieht sich direkt nach der Trauung, was Braut Gigi aber irgendwie total egal ist. Bereit für die Party? Tja, Gigi ist immer noch sprachlos, ob so viel Tierliebe. Aber wenn's ums Fressen geht, sind sie und Milo sofort dabei. Jetzt gibt's nämlich Hochzeitstorte. Und die wurde ganz speziell für Hunde gemacht. Ob Hundehochzeiten der neue Trend in Deutschland werden? Wir hoffen nicht. Und können nach dieser Reise mal wieder mit Fug und Recht behaupten, Amerika ist ganz schön verrückt.